Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Raabe und hier geht es heute weiter mit unserer Reihe über Point und Figure Charts. Und nachdem wir in den ersten drei Folgen ja bereits etwas gesagt haben zum Thema Aufbau von Charts über die Boxgrößen, müssen wir heute noch einen Punkt klären, bevor wir dann endlich etwas detaillierter reingehen können, nämlich, was nimmt man eigentlich? Nimmt man, wenn sich ein Kurs verändert hat, den Hochkurs einer Zeiteinheit, also zum Beispiel den Tageshochkurs oder Tagestiefkurs, oder nimmt man den Schlusskurs? Und genau das besprechen wir heute. Tja, wenn wir also einen neuen Chart zeichnen wollen, ne, dann kann es ja durchaus sein, dass wir unterschiedliche Daten vorliegen haben. Nehmen wir mal an, wir haben hier einen Tageschart vorliegen. Dann haben wir insgesamt, wenn wir am Ende des Tages auf den Tag schauen, genau vier Daten, die definitiv feststehen. Und zwar zum einen ist das, ich habe das jetzt mal hier an einer Candle gemacht und ihr habt das gesehen, die ist rot ausgemalt und deswegen ist ein Abwärtstag. Was haben wir dann ganz genau? Wir haben einen Eröffnungskurs, also ein Open. Wir haben einen Schlusskurs, ein Close. Zwischenzeitlich haben wir aber auch noch einen Hochkurs, also ein High. Und wir haben einen Tagestiefskurs, ein Low. So, und jetzt ist es ja für uns entscheidend, was wir herannehmen. Ne? Nehmen wir das Hoch des Tages, nehmen wir das Tief des Tages oder nehmen wir das Close? Klar, jetzt ist erstmal so, je nachdem, in welcher Spalte wir sind, entscheidet sich erstmal, ob wir ein Hoch oder ein Tief nehmen. Weil ihr wisst, wir haben über das Reversal schon gesprochen. Ne? Das meistens wird ein sogenanntes 3-Punkte-Reversal benötigt. Das war das Video 2. Ihr könnt da gerne nochmal reinschauen. Also wenn wir jetzt beispielsweise hier einen ansteigenden Markt haben, dann benötigen wir mindestens 3 Punkte nach unten, damit wir hier eine Umkehr machen können. Das heißt also, selbst wenn es ein Abwärtstag war, wenn das Tief oder auch das Close nicht mindestens 3 Punkte betragen haben, je nach unserer Boxgröße, letztes Video, zeichnen wir gar nichts ein. Aber was natürlich wichtig ist, ist trotzdem, machen wir das Close oder machen wir Hoch oder Tief. Und auch hier gibt es keine 100% korrekte Anwendung, sondern das kann man nach gut Gusto machen, wie es so schön heißt. Ne? Die meisten verwenden die sogenannte High-Low-Methode. Das heißt also, am Ende des Tages schaut man sich den Tagesverlauf an, dann hat man ja diesen Hochkurs, dann hat man diesen Tiefkurs und dann entscheidet man eben, wie man den Chart weiter zeichnet. Machen wir auch hier ein einfaches Beispiel. Angenommen, unser letzter Punkt, den wir hier hatten, der war von mir aus bei 52. Okay, das war jetzt der höchste Punkt. Und jetzt sagen wir, okay, unser Schlusspunkt, also unser Close, war bei 50,20 und unser Hochkurs war bei 53. Okay, das heißt also, der Markt ist etwas nach oben gegangen, hat dann umgekehrt und hat bei 50,2 geschaut. So, je nachdem, was ihr jetzt für eine Methode verwendet, ob ihr jetzt den High-Low oder die Close-Methode verwendet, und wie gesagt, es spielt weder die eine noch die andere ist besser. Ihr müsst euch bloß für etwas entscheiden. Die meisten Webseiten, die automatisch Charts darstellen, nutzen diese High-Low-Methode. So, wie sehe es bei der High-Low-Methode aus? Da sehe es folgendermaßen aus. Da würde man sagen, okay, zwischen 52, erinnert euch, letztes Video, da lagen wir Boxgrößen zwischen 20 und 100, einen Dollar. Das bedeutet also, unser nächster Punkt wäre 53. 53 hätten wir in diesem Beispiel im Hoch erreicht. Das heißt, bei der High-Low-Methode würde ein weiteres X in unseren Chart eingezeichnet. Verwenden wir dagegen die Close-Methode, also hier 50,2, dann ist das 50,2 größer als 52, mindestens einen Dollar? Nein, ist es natürlich nicht. Das heißt, kein neues X. Und genügt es, um eine 3-Punkte-Umkehr zu provozieren? 51, 50, 49 genügt es auch nicht. Das heißt, dann würde bloß hier dieses X wegfallen und der Chart hätte sich gar nicht
verändert. Ne? Also es wäre über alles so geblieben, wie es ist. Und dann würde man das eben sagen, okay, das war im Grunde nur ein Talk, den man quasi als Rauschen bezeichnen könnte. Ich habe selber lange überlegt, wie ich es gemacht habe. Und ich habe damals, als ich die DAX-Werte immer noch eingezeichnet habe, ich habe immer die Close-Methode genommen, ne? Weil es einfacher war. Damals im Teletext habe ich das gemacht. Ich habe eine Teletext-Seite. Ne? Wer kennt von euch noch Teletext? Schreibt mir das mal rein. Wer kennt noch Teletext? Ich habe mir einfach die Teletext-Seite aufgemacht auf Dreisat, weiß ich noch ganz genau, und habe mir die Seite mit dem DAX herausgesucht. Ich glaube, ab der Seite 600 waren immer die Börsen. Und dann habe ich mir die DAX-Werte herausgesucht und da stand ja dann immer der Close da. Und dann habe ich einfach mich hingesetzt mit meinem Buch und habe dann hier schön eingezeichnet. Ne? Dazu übrigens noch eine kleine Bemerkung. Und zwar ein Zuseher hat kommentiert, er wird jetzt trotzdem nicht die 30 DAX-Werte jeden Tag machen. Müsst ihr natürlich auch nicht. Ne? Aber gerade nochmal für euch, wenn ihr relativ neu in dem Geschäft seid, da spielt es jetzt keine Rolle, ob ihr Optionen macht, ob ihr irgendetwas anderes macht. Wenn ihr aber relativ neu in diesem Geschäft seid und euch mit Börse beschäftigt, erfahrene Händler, die lange dabei sind und die lange sehr, sehr gute Ergebnisse produziert haben, die sind in der Regel deswegen so gut, weil sie diese Extrameile gegangen sind, wie es immer im Motivationsdeutsch so schön heißt, ne? Weil die immer ein bisschen mehr gemacht haben. Und natürlich ist es heutzutage dank der Computer sehr, sehr leicht, einfach alles sich scannen zu lassen, alles durchzuschauen und so weiter. Was mir aber persönlich auffällt, und da bin ich ein bisschen oldschool an der Stelle, dass sehr viele Neueinsteiger heutzutage zwar Charts haben, die sehen auch alle schön aus, die sehen da auch alle was, aber sie verstehen oftmals nicht, was dahinter steckt. Ne? Also sie können die Charts nicht so richtig interpretieren. Und beziehungsweise sie sollen ja nicht die Charts interpretieren, sondern sie sollen ja eigentlich das Geschehen dahinter verstehen. Ne? Sie sollen verstehen, was ist denn da passiert? Was drückt denn so eine Candle hier beispielsweise aus? Ne? Für viele ist das, aha, heute ging es nach unten. Okay, aber das drückt ja viel, viel mehr aus, gerade wenn man das noch mit Volumen vielleicht verbindet und so weiter. Und aus dem Grunde, ich kann es euch nur empfehlen, egal was ihr tut, versucht mal ein bisschen mehr zu machen, oder etwas anders zu machen als das, was ihr bislang gemacht habt. Das heißt, es lohnt sich jetzt nicht, den ganzen Tag vor den Rechnern zu sitzen und im Tickchart hier auf und ab zu verfolgen, was da passiert, sondern es lohnt sich viel, viel mehr zu sagen, okay, jetzt nehme ich mir mal eine halbe Stunde Zeit, ich nehme mir drei Werte, ändere ich eine Aktien, Index, einen Rohstoff, was auch immer und beschreibt dann einfach, oder macht euch einen P&F-Chart oder guckt euch da, studiert diesen Chart sehr, sehr genau. Ne? Geht mal zurück in die Vergangenheit, zählt mal, wie viele Tage hintereinander geht es nach oben, bevor es wieder nach unten geht und so weiter. Was ist die längste Strecke, die es nach oben geht? Was ist die längste Strecke, die es nach unten geht? Wie groß werden beispielsweise die Candles vor einem Trendwechsel? Sind die eher klein? Sind die eher groß? Was passiert, wenn der Markt bei einer Aktie beispielsweise, die nicht rund um die Uhr gehandelt wird, wenn die nach oben gapt oder nach unten gapt, wird das Gap geschlossen, wird es nicht geschlossen. Ihr könnt das alles aus Statistiken herauslesen. Aber ihr werdet es erst richtig verstehen, wenn ihr sehr, sehr intensiv in die Charts hineinschaut und wenn ihr euch das sehr, sehr genau anschaut. Ne? Und das kann euch niemand abnehmen und ihr müsst euch diese Arbeit nicht machen. Aber wenn ihr mehr erreichen wollt, dann lohnt es sich, diese etwas mehr Arbeit zu machen, weil Spitzensportler, Spitzen-Schauspieler, das sind alles Leute, die immer ein bisschen mehr als der Rest machen. Die machen nicht das Dreifache, das Vierfache, das Fünffache, aber die machen vielleicht 10-20% mehr. Genau das ist das, was am Ende aber den Unterschied ausmacht, gerade auch im Einkommen. Denkt immer daran, ne? Der Erste in einem Formel-1-Rennen, der ist nicht Stunden schneller als der Letzte, der ist nur ein paar Sekunden, vielleicht eine Minute schneller als der, der als Letzter ins Ziel kommt. Der da vorne ist aber der, der Millionen verdient und der da hinten, das ist der, der die Millionen mitbringen muss, damit er sich überhaupt ins Auto setzen darf. Das ist der Unterschied. In diesem Sinne, ich freue mich auf euch, aufs nächste Video. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.